neu starten. So, jetzt komme ich ja. Zugriff ins Chimash. Ja, ich mache mal Folgen, pro Mission eine Folge quasi. Mhm. Sind das aber jetzt kurze Folgen? Das sind jetzt nur so 12 Minuten, 15 Minuten Folgen, ja. Ist halt einfach so jetzt. Warum wie gesagt, eigentlich schon. Es war eigentlich jetzt war es, ist es tatsächlich auch nur ein bisschen, um unseren Content aufzufüllen. Wieder. Weil eigentlich war es ja ein bisschen anders geplant heute. Mhm. Es war ja eigentlich heute noch ein bisschen anders geplant. 17 Fahrer, okay. Sehr gut. Heute volles Qualifying. 19:30 Rennstart. Wo fahrt ihr? Frankreich haben wir nicht durch. Warte, was haben wir jetzt durch? Italien. Aha. Wir wiederholen ja heute das Spanien-Rennen von letzten Sonntag. Welcher Sammler? So, begib dich zum Pier. Ich finde, begib dich zum Bier irgendwie besser. Hatte ich gestern Abend. Ja, gestern Abend ist so viel passiert auch. Bei uns wieder, es ist. Gestern haben unsere in Katzen. Liga, haben, ja? Unsere Katzen haben sich tatsächlich schön in den Haaren gehabt. Wir haben meinen dann irgendwann weggesperrt. Weil der den anderen Kater angegriffen hat. Wir haben ja vier Katzen. Die haben sich ja. Warum fahrt ihr mit dem Ding da? Kommt doch hierher. Echt jetzt? Ah gut, ihr macht umweltbewusst oder was? Ja, Elektromobilität. Ach Gott, herzhaft. Yvonne, alles okay? Oder? Ach, herzhaft. Ja, was hab ich denn hinten im Kofferraum drin, Pest, dass du es öffnen musst? Ne? Genau, Yvonne, was hast du denn hinten drin, dass Kevin da so scharf drauf ist? Das ist, da bist du doch immer relativ scharf drauf. Erstmal mit der komischen Elektromühle da. Na, unser Kater lebt ja leider nicht mehr, der von meiner Freundin und mir. Okay, naja, wir haben ja, wie gesagt, zwei Männchen und zwei Weibchen. Ich vermute, dass der andere Kater meinen Brot so lange provoziert hat, bis er dann nochmal gesagt hat, ich gehe drauf. Und über den Nacht muss man. Der lag letztens lustlos auf dem Boden rum. Da haben sie ihn zum Tierarzt gebracht, also ihre Schwester. Und da kam halt raus, entweder ist es altersbedingt, da war ja auch schon 13. Also der war ja, der hatte also ein kurzes Leben hat er nicht gehabt, der hat ein ordentliches Leben gehabt. Ja, meiner ist ja 9 oder so jetzt. Entweder altersbedingt oder er hat bei einem seiner Freigänge irgendwas in die Schnute genommen, was er nicht hätte in die Schnute nehmen sollen. Scheiße. Ja, das kann leider bei Haustieren passieren. Aber gut, wir haben, wie gesagt, unsere Kater sind halt, beziehungsweise unser Kater und das eine Weibchen, die sind jetzt, glaube ich, 7 oder 8 oder 9. Und näher ja, so mit Dreh rum. Und die beiden Weibchen sind relativ klein, auch die sind 3 Jahre alt. Ja. Aber er hat auf jeden Fall ein gutes Leben gehabt. Er war immer draußen, er durfte immer raus, kein Freigänger. Nee, unsere sind alles. Also meiner war immer Hauskatze und die anderen drei waren, also das sind ja von meiner Freundin, die waren alle tatsächlich auch draußen mal. Aber wie gesagt, ja. Ja, du hast immer auch nicht was zu tun, wenn du hier 4 Katzen rumrennen hast. Sagst du, oder? Ne? Klar, dass das immer mal eskaliert, immer mal knallt. Ja, Katzen können sehr eigensinnig sein. Ja, wenn die sich mal nicht verstehen und wenn das einfach immer zu viel wird, dann geht's halt. Das ist halt so. Ach, das ist Gegenverkehr. Der Mittelfinger gerade von dem einen KI-Auto. So ja. Geil. Ja. Kev rennt damit alle rein, der eine so. Was hast du gerade gesagt? Oh, Yvonne. Ja, kann man mal so machen. Warum, ja. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? Nein, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Warum ist das richtig? So, begib dich zum Pia. Begib dich zum Bier. Okay. Heute Abend am Rennen wieder. Bring ich mir ein Bierchen. Mache ich ja immer, wenn ich mal ein Rennen gefahren habe, dann gibt's ein Bierchen. Ach, ernsthaft.
Ihr mit eurer Elektromöhre da hinten. Der wollte da irgendwann von mir. Was? Ja, vergiss es. Oh, hier, wie sie hier parken, ey. Boah, ist hier eine Party oder was los? Ja, wahrscheinlich. Ich räume mal hier ein bisschen auf. Will ich kommen. Jemand macht erstmal Purzelbäumchen hier. Die bringt sich nur in die richtige Position. Ja. Einen sind noch mehr. Ja, ich sehe es gerade. Einer wieder weniger. Er ist tot. Man kann ernsthaft nicht durch einen Holzzaun durchschießen. Normalerweise kannst du das schon. Der muss hier oben stehen irgendwo, ne? Den habe ich schon weggeschossen, der oben drauf steht. Ja, hier oben steht aber noch einer. Einer, du bist voll. Minimum noch einer. Sehe ich zumindest, habt ihr einen gesehen. So, da kommt noch Boote. Um die kümmere ich mich jetzt. Nummer eins tot. Warte mal. Mist. Sehr gut. So. Hat doch mal wunderbar geklappt. Und Abflug. Also Abfahrt. Kommt da vorne, ist das für uns das Boot? Ja. Mann. Sehr ekelhaft. Liefert das Boot am Ablieferpunkt ab. Ups, Entschuldigung. Das war mein Mate-Tee. Den findest du so umwerfend, ja? Ja. So. Genau, und jetzt rechts hier schön in das Brückenpfeiler und dann passt das.
Mission bestanden. Yay! Ole, ole. Bitte heute Spaghetti oder morgen? Gefällt gut. Gefällt gut. Was haben wir noch? Job für Titansprung in der Schüssel, die haben wir ja beide schon gemacht. Die haben wir alle schon, ist überall Häkchen drin. Ja, die, das Rollen im Labor können wir ja nochmal versuchen. Das wollten wir ja schon mal ansetzen, ja. Da musst du, glaubst, da komm, und da kommt dann wieder hier das mit dem LKW. Ja, ich weiß. Ja, ja. Keine Ahnung. Wie gesagt. So, wo steht mein Auto? Da oben irgendwo. Oh, ich bin fast Level 273 schon. Also hat das ein bisschen was gebracht, ein bisschen. Erfahrungspunkte. Ach, schön hier durch den Modder durch. So. So. So, ich gucke mal, wo wir noch kein Häkchen dran haben. Ja, wo du wahrscheinlich kein Häkchen dran hast. Ich gehe davon aus, dass bei mir größtenteils Häkchen dran sind, weil ich die meisten Missionen schon gespielt habe. Aber wie gesagt,